Jetzt raste komplett aus. Josephine! Da ist sie für euch, die Josephine. Ja, das gibt uns ein bisschen Power, so. Was soll man da sagen? Ich möchte frei sein, arm an Leid und reich an Liebe, einfach heim sein. Möchte Liberté in den Köpfen mit L'amour verknüpfen, damit wir gemeinsam über den Hass und die Arroganz in unseren Gedanken hüpfen und in neue Rollen schlüpfen, Rollen, die von Güte erzählen und Freiheit und Gleichheit leben. Ich möchte frei sein, frei darin, Ja und Nein zu sagen, frei darin, nach meiner eigenen Meinung zu fragen, sie nach außen zu tragen und darauf zu vertrauen, dass sie gehört und respektiert wird. Ich möchte frei sein und Freiheit in Akzeptanz leben sehen, sie in lächelnden Gesichtern stehen sehen, sie in den Worten hören, die wir denken und sprechen und leben. Ich möchte in einer Welt leben, die frei ist, die schön ist, weil sie heil ist. Es gibt da diesen einen Satz, der besagt, dass die persönliche Freiheit da endet, wo sie die eines anderen beschneidet. Dieser Satz ist so nackt, so unbekleidet, so echt und mit Fug und Recht lässt er sich als Grundsatz aller Taten festlegen. Denn wenn wir danach streben, frei zu sein, heil zu sein, groß zu sein, dürfen wir nicht vergessen, dass wir klein bleiben, wenn wir andere dabei unten halten. Freiheit bedeutet dabei nicht die Abwesenheit von Achtsamkeit. Rebellion bedeutet nicht die Anwesenheit von unkontrollierter Grenzüberschreitung. Freiheit kann auch Stille sein. Also lass dich nicht unterbuttern und nicht über die Maßen bemuttern, mach dein Wort, denn genau dann und dort behauptest du dich. Dabei musst du nicht laut sein und pöbeln, sondern einfach mutig Nein sagen, einfach mutig nach dem Warum fragen. Und wenn du sicher begründen kannst, was du tust oder lässt, klärt sich der Rest wie von allein, denn es macht dein Gegenüber schlichtweg sprachlos. Sieh es mal so, wenn du dich im Stillen ärgerst, dann änderst du nichts. Wenn du immer den Mund hältst, verbesserst du nichts, wenn du weiter unbehaglich zu Boden blickst und dich vor Angst ganz klein machst, sobald dich eine Situation augenscheinlich überfordert, weil du dich behaupten müsstest. Du dich dann in Ausreden flüchtest, denn du würdest ja keinen vor den Kopf stoßen wollen. Genau dann lässt du dich überrollen und ärgerst dich im Nachhinein über dich selbst, weil du selbst in diesen Momenten deine größte Schwäche darstellst und nicht weißt, wie man kämpft. So fühlst du dich an, das sieht man dir an. Komm schon, Unsicherheit steht dir nicht und nimmt dir das strahlend schöne Sonnenlicht. Also gib dir Freiheit, tu es selbst. Höre dir zu und im Nu wirst du größer werden. Hürden nehmen, wirst aufblühen wie Tulpen im Frühjahr, denn das Ja gibst du dir selbst, wenn du dich nicht hinter andere stellst, und du wirst stärker werden, heller leuchten, Glück verspüren, dahin kann das führen, wenn du dir Freiheit gibst. Hol dir dabei die Unterstützung, die du brauchst, aber vergiss dabei nicht, dass du eine Stimme hast, die lauter singt und schöner klingt als all das, was dir Unfreiheit aufdiktiert, dass sie dich mit Selbstvertrauen verziert und dir zeigt, dass du auch alleine stehen kannst. Glaub daran, du hast einen freien Geist, bist ein sogenannter Freigeist, das heißt, du weißt, wie groß die Welt ist. Das heißt, du weißt, dass sie nicht mit irgendeinem Tellerrand endet, sondern sich mit dem Horizont schier unendlich weit erstreckt. Und dass man, wenn man hinsieht, ebenso viele neue Möglichkeiten entdeckt. Lasst uns also gemeinsam über Freiheit sprechen und Frieden predigen, während wir Liebe leben. Wir müssen anderen Gedankenanstöße geben, damit sie sie weiterentwickeln können. Wir müssen Funken entzünden, denn wenn ein Funke zu einem Feuer wird, das sich zu einem Brand auswächst von der Größe, wie es Nachrichten ziert, dann ist es wie eine Welle, die sich nicht aufhalten lässt. Wie ein Sturm, der das Dunkle in hinterste Ecken presst, das alles
klingt so sehr nach Gewalt, das ist mir klar. Und Gewalt ist so schrecklich negativ konnotiert. Also machen wir daraus gewaltig, was mehr nach gigantisch groß und stark klingen kann. Also nehmen wir der Gewalt das Gewalttätige und machen daraus friedlich, aber standhaft. Denn eine Gruppe von Menschen, die an dasselbe glaubt und für das Richtige kämpft, wird zu einer Einheit, wird zu einer Mauer, die jeder passieren kann, im Guten. Ich will frei sein und mit dem Horizont fliegen, denn ich sehe da keine Grenze, ich sehe da kein Limit. Sehe da Zuckerwattewolken, die leuchten wie Gold. Sehe in der Ferne einen Vorhang aus Regen und weiß, auch er ist gut, denn er gibt Leben. Ich will frei sein in einer Welt, die wir schön machen, weil ich und jeder hier sie heil machen.